Ah, endlich ist meine Kappsägenstation fertig. Super. Jetzt kann ich richtig arbeiten. Hä? Das passt ja überhaupt nicht. Mann! Ah, die Kappsägenstation. Das erste richtige Prestigeprojekt für jede Werkstatt. Man kann planen, man kann Geld ausgeben. Und am Ende ist irgendwie alles umsonst. Die Lösung ist nämlich viel einfacher und viel, viel günstiger. Kein Mensch braucht eine Kappsägenstation. Aber Moment mal. Ups, ich habe ja selber auch eine Kappsägenstation. Warum? Was soll das? Vor einiger Zeit, in diesem Video, habe ich schon mal gesagt, dass ich Kappsägenstationen im Allgemeinen für ziemlichen Schwachsinn halte. Jetzt habe ich selber eine. Ungefähr, ja, ich würde mal sagen, ein gutes Jahr gehabt. Und ich kann euch nur eine Sache sagen, es bestätigt sich, Kappsägenstationen sind Quatsch. Und bevor wir uns die wirklich günstige Lösung angucken, müssen wir uns erstmal das Problem angucken, was im Prinzip jede Kappsägenstation hat. Wir haben eingangs gesägt und unser Ergebnis war schief. Wie kann das sein? Bei einer Kappsäge ist es eigentlich ganz einfach. Wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen einen Auflagepunkt, der ist hier neben unserem Sägeblatt. Und wir brauchen einen Anschlag, auch der ist hier neben dem Sägeblatt. Und sobald das Werkstück hier und hier aufliegt, ist im Prinzip alles perfekt. Wir können dann genau so sägen, wie wir die Säge eingestellt haben. Sobald wir eine Kappsägenstation hinzufügen, kommen einige Probleme hinzu, denn wir haben viel mehr Tisch und im Zweifelsfall auch Anschlag. Stopp! Festool und ich haben was zu verschenken. Und zwar 5 von diesen wunderbaren Festool Schweizer Taschenmessern. Sowas braucht jeder. Ich habe mein erstes von meinem Vater geschenkt bekommen. Vielleicht habt ihr noch keins geschenkt bekommen. Deswegen schenken Festool und ich euch 1 von 5. Wie kann ich denn mitmachen, Jones? Ich will auch ein Taschenmesser im Sustainer haben. Ganz einfach. Zuallererst mal Festool Deutschland bei Instagram folgen. Der Kanal ist unten verlinkt. Und dann habt ihr eventuell in diesem Video irgendwo einen versteckten Hashtag gesehen. Schreibt den unten als Kommentar rein und schon seid ihr mit dabei. Vielleicht gewinnt ihr 1 von 5 Mini-Sustainern mit Taschenmesser. Also findet den Hashtag und so lange bleiben die hier bei mir. Der Grundgedanke von den meisten Kappsägenstationen ist, dass wir sowohl auf einer oder auch auf beiden Seiten die Auflagefläche maximal vergrößern, so dass wir große Werkstücke einfach hinlegen können und absägen können. Und was man auch ganz oft sieht, ist dazu ein verlängerter Anschlag. Im Prinzip ähnlich wie bei einer Formatkreissäge, sodass wir im Prinzip auf voller Länge unser Material an diesen Anschlag anlegen können. Und genau da ist eigentlich auch das Problem. Zuallererst müssen wir mal davon ausgehen, wenn wir das richtig machen wollen, dann müsste diese Fläche hier auf voller Fläche 100%ig fluchten mit der Ausrichtung unserer Kappsäge. Und das nicht nur auf einer, sondern auf beiden Seiten. Sobald mein Tisch schief ist, liegt mein Material automatisch auch in einem Winkel. Das bedeutet, wir schneiden auch immer einen Winkel an. Das gleiche gilt für den Anschlag. Je mehr Anschlagfläche ich habe, desto eher wird sich ein Fehler einschleichen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir diesen Tisch absolut perfekt kalibrieren und auch den Anschlag, haben wir eine Sache komplett vergessen. Wer seinen Job beim Bauen gut macht, nutzt wahrscheinlich eine Wasserwaage oder sogar ein Stahllineal, was sich natürlich nicht verzieht und 100%ig gerade ist. Das ist erstmal super schlau, denn so haben wir unsere riesen Auflagefläche. Das Problem ist nur, wir arbeiten nicht mit Metall, sondern mit Holz. Und das sind dann halt gerne mal Bretter wie diese hier, die einfach absolut krumm sind. Und selbst nach dem Abrichten kann es sein, gerade bei langen Teilen, dass diese sich minimal verformen. Das ist einfach normal. Nur dann macht die große Auflage keinen Sinn mehr, weil wir kein gerades Material haben, sondern eins, was verbogen ist. Und das bedeutet, es liegt zwar hier auf, ist aber da hinten in der Luft. Auf meine Kappsägenstation kann ich mich so also überhaupt gar nicht verlassen. Zumindest ab dem Punkt, wo ich mit Holz arbeite, einem organischen Material, was sich verformen kann. Ich kann natürlich das Material hier hinlegen, es hier komplett runterdrücken und hier andrücken und mich darauf fokussieren, dass ich jetzt hier gerade schneide. Aber dann ist die komplette Kappsägenstation absolut überflüssig. Die Lösung ist viel einfacher. Wir brauchen das alles nicht. Das perfekte Kappsägen-Setup sieht aus meiner Sicht so aus. Das ist im Prinzip einfach nur ein Tisch, auf dem unsere Kappsäge steht. Bei Brettern bis zu 1 Meter brauchen wir gar nichts. Wir können das hier drauflegen. Wir können hier vielleicht noch eine Zwinge ansetzen. Ich habe ja schon gesagt,
Als Referenz brauchen wir für solche Schnitte eh nur diesen Tisch und diesen Anschlag. Und beides können wir so ganz einfach nutzen und vor allen Dingen auch kontrollieren. Wenn wir Stücke über 1 Meter haben, dann macht es Sinn, einen solchen verstellbaren Rollbock zu haben. Da legen wir unser Material einfach drauf und richten durch einfaches Drehen unser Brett super präzise aus. So ein höhenverstellbarer Rollständer löst tatsächlich alle Probleme, die eine Kappsägenstation hat. Wenn wir sie ungenau bauen oder wenn wir mit Holz arbeiten, was nicht immer perfekt ist, dann können wir einfach keine präzisen Ergebnisse erzielen, weil wir zu viel Auflagefläche haben. Ab einer bestimmten Länge brauchen wir aber Auflagefläche. Ein Punkt reicht aber völlig aus. Und bei einer solchen Rolle haben wir wirklich nur einen minimalen Auflagepunkt. Eine Rolle bedeutet auch, wenn wir mehrere Stücke in Serie schneiden, können wir das hier wirklich einfach durchbewegen. Und wenn wir merken, dass unser Brett vielleicht krumm ist, dann können wir durch diesen minimalen Auflagepunkt auch ganz einfach und präzise unser Brett da ausrichten, wo es drauf ankommt. Nämlich möglichst nah an der Schnittkante und nicht irgendwo hier hinten, wo es sowieso völlig egal ist. Und selbst wenn unsere Bretter extrem krumm sind, können wir hier durch einfaches Drehen ganz präzise einstellen, dass wir einfach winklig sägen. Denn es kommt nur darauf an, dass da vorne bei der Kappsäge alles auf- und anliegt. Wer eventuell schon eine Kappsägenstation hat und im blödesten Fall auch noch Probleme mit unsauberen Ergebnissen, der weiß jetzt, wo er gucken kann und woran es wahrscheinlich liegt. Ich sag's euch ganz ehrlich, die beste Kappsägenstation kostet in diesem Fall 60 Euro und man ist komplett mobil. Ihr könnt eure Kappsäge wegstellen, wenn ihr sie nicht braucht. Ihr könnt dieses Ding wegstellen, wenn ihr es nicht braucht. Und ihr könnt sowohl die Kappsäge als auch diesen Ständer, wenn ihr wollt, auch festschrauben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich würde das wahrscheinlich so bei 1,5 Meter Entfernung vom Sägeblatt machen, weil das die Länge ist, wo das aus meiner Sicht sinnvoll ist. Eine Kappsägenstation ist, und das kann ich jetzt mit gutem Recht nochmal deutlich sagen, aus meiner Sicht einfach nicht sehr sinnvoll, weil wirklich super präzise Ergebnisse zu erzielen spätestens bei krummem Holz unmöglich wird. Und auch wenn ihr abgerichtetes Holz habt, wird es sich ein bisschen verziehen und zu viel Auflagefläche hilft da leider nicht. Mann, egal, smash. Ihr wisst jetzt, wie ihr das Ganze günstig lösen könnt. Mit sowas hier. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Ding nehmen, was ihr Höhen verstellen könnt. Aber das ist schon ganz smart. Wie seht ihr das? Kappsägenstation, ja oder nein? Schreibt unten rein. Das ist ein toller Reim. Tschüss.